Heute zu etwas späterer Stunde, aber hoffentlich noch am Sonntag, Seagross Hot Tracks. Diese Woche erstmal mit dem vorläufig letzten Song der fantastischen Band We Are The Ocean. Cut my life in... Ach nee, warte, das war ein anderer Song von der Band. Also ich meine, Last Resort kennt ja wohl jeder, aber es gibt viel zu viele Leute, die neben Last Resort noch irgendwas anderes von Papa Roach kennen. Dabei hat die Band mittlerweile 7 Studioalben rausgebracht und das 8. steht bereits in den Startlöchern. Einige Tracks sind schon hörbar, darunter vor allem der in den Rockcharts relativ erfolgreiche Help. Nachdem mir die letzten beiden Alben von der Band schon recht gut gefielen, bin ich vor allem nach dem Track ziemlich gespannt auf die neue Platte, die übrigens Crooked Teeth heißen wird. Ab dem 19.05. können wir sie dann endlich hören. Du bist so richtig down und meinst, du bekommst nichts hin? Dann empfehle ich dir Rise von 6am. Steh auf, reiß dich zusammen, bekomm dein Leben in den Griff, selbst wenn es schwierig wird. Das ist so die Kernaussage. Durch Chorgesang wird das Ganze nochmal erheblich unterstützt. Gerade durch diesen Rise-Ausruf fühlt man sich da beinahe schon beflügelt. Satellite ist nach dem instrumentalen Intro direkt der erste Track, den man auf Vessels zu hören bekommt, und er gibt so ziemlich den Ton für den Rest des Albums an. Die starken Drums im zweiten Teil des Refrains gefallen mir sehr gut. Generell hat Starset auch sehr gut drauf, nach dem zweiten Refrain mit der Bridge ein wenig Ruhe in ihre Songs reinzubringen, um in derselben nochmal den Weg zum abschließenden Refrain aufzubauen. Und ihre Refrains haben allesamt einen ziemlichen Overwhelm-Faktor, und das ist bei Satellite auch nicht anders. Um Ghost habe ich tatsächlich eine Zeit lang einen Bogen gemacht. Nachdem From the Pinnacle to the Pit rauskam und ich mir das angehört habe, war mir auch wieder klar, wieso. Der Refrain ist zwar ganz gut, aber ich finde, der Rest hört sich alles andere als stimmig an. Mittlerweile finde ich den aber auch nicht mehr so schlecht. Das liegt alles an der Überraschung, die den Namen Squarehammer trug. Der musikalische Part von Squarehammer erinnert mich immer ein bisschen an die klassischen Metal-Bands, und dann hauen sie den Refrain raus, den man den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommt. Hut ab, das kam unerwartet. Chevelle ist bei mir so eine Sache. Wonder What's Next fand ich super, und es gibt auch einige Tracks, die danach kamen, die gar nicht schlecht sind, aber gerade mit dem letzten Album konnte ich nicht ganz so viel anfangen. Door to Door Cannibals ist noch ganz okay, aber beispielsweise Joyride gefällt mir gar nicht. Dafür mochte ich ihr vorheriges Album La Gargola. Hunter Eats Hunter ist ziemlich cool, genauso Under the Knife, aber am besten gefällt mir hiervon Take Out the Gunman. Fängt leise und ruhig an, gewinnt schnell an Dynamik und mündet in einem ziemlich starken Refrain. Und ganz ehrlich, diese Kuhglocken hören sich doch ziemlich geil an, oder? Das allererste Album von We Are The Ocean ist in meinen Augen auch ihr bestes.
sind wieder ein paar gefühlvolle Tracks dabei, die Texte auch hier gut durchdacht und man findet einen geilen Post-Hardcore-Track nach dem anderen. Einigen könnte Nothing Good Has Happened Yet ein Begriff sein. Das war einer der ersten Tracks, bei dem ich mir bewusst war, dass ich gerade dieses Musikgenre höre. Wie in diesem Genre öfter der Fall, haben wir hier zwei Stimmen. Dan mit der kräftigeren Stimme, der übernimmt auch die Screams, und Liam, der die gefühlvollere der beiden Stimmen besitzt. Dieser Stimmenwechsel hat sich leider nur bis zum Album Go Now and Live gehalten, aber er findet sich auf Cutting Our Teeth beinahe bei jedem der Songs. Mein Lieblingstrack ist Get Out While You Can. Egal in welcher Gefühlslage ich bin, sobald ich die ersten paar Töne höre, kann ich den Song einfach nicht überspringen. Und dann muss ich den durchhören. Ihr habt es doch sicher auch, dass ihr aus irgendeinem Grund eine persönliche Bindung zu einem bestimmten Song habt, aber einfach nicht erklären könnt, was genau ihr so gut daran findet. Das ist hier bei mir der Fall. Also hört ihn euch einfach mal komplett an. Goodbye, so easy. Just think about the ones who love you the most. It's going to be hard if you don't trust yourself. I'll try to lead you into the light. Voices in my head again. Trapped in a war inside my own skin. They're pulling me under. Am 5. Mai war es endlich soweit. Motionless in White hat Graveyard Shift rausgebracht. Mein wohl meist erwartetes Album des Jahres. Insgesamt finde ich das Album super, auch wenn es ein paar zu bemängelnde Punkte gibt, gerade beim Text, der zuweilen ziemlich verwirrend und etwas unlogisch daherkommt. Außerdem finde ich, obwohl Necessary Evil nicht schlecht klingt, dass man aus dem Feature mit Jonathan fucking Davis wirklich mehr rausholen hätte können. Nichtsdestotrotz sind einige geile Tracks dabei. Rats, Queen for Queen und Untouchable finde ich ziemlich nice. Soft und Leather sind mir ein bisschen zu hart, wobei mir die Refrains jeweils auch sehr gut gefallen. Zurzeit höre ich aber Voices am liebsten. Es hört sich alles sehr klar an, was eher mein Ding ist als zu viel Kehlgesang. Und ähnlich wie bei Rats und Loud geht das alles ein bisschen mehr in die Industrial-Richtung. Die Stimmen in meinem Kopf sagen mir jetzt, dass das der letzte Song war. Na dann, hoffentlich bekomme ich bis nächsten Sonntag ein neues Video fertig. Die folgende Woche ist jetzt bei mir ziemlich gefüllt. Ansonsten dann eben in der Woche danach irgendwann. Ich gehe jetzt weiter das neue Seether-Album hören. Das kam am 12. raus. Davon wird wahrscheinlich auch bald ein Track mit reinkommen. Ciao.